Im Bayerischen Landtag gilt seit Mitte Juni eine Maskenpflicht für alle Mitarbeiter und Beschäftigte. Für die Abgeordneten hatte es zunächst nur eine dringende Empfehlung gegeben, Mund und Nase zu bedecken. Doch die Mehrzahl der AfD-Abgeordneten im Landtag hielt sich nicht daran. Daraufhin ordnete Landtagspräsidentin Ilse Aigner eine Maskenpflicht für alle an. Der AfD-Abgeordnete Stefan Löw trat nun mit einer Gasmaske ans Rednerpult. Der Rechtspopulist berief sich auf die Pflicht eines Mund-Nasen-Schutzes im Landtag. Landtagsvizepräsident Alexander Holt bewertete das als ungebührliches Verhalten mit dem Ziel, den Landtag lächerlich zu machen, und rügte den AfD-Politiker. Nachdem Löw der Aufforderung, die Maske abzusetzen, nicht nachkam, entzog Holt ihm schließlich das Rederecht.